In Würzburg begrüße ich Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland. Guten Abend. Guten Abend. Herr Schuster, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie davon erfahren haben, dass ein Bewaffneter heute an Ihrem höchsten Feiertag, dem Versöhnungstag, in eine Synagoge hier in Deutschland eindringen wollte? Es war ein schockierendes und es ist immer noch ein schockierendes Gefühl. Auf der anderen Seite ist es zwar eine neue Qualität und das ist sehr schlimm, aber eine Entwicklung, die vor der auch wir jüdischerseits in den letzten Monaten und letzten Jahren gewarnt haben, dass wir ein Abdriften von Teilen der Gesellschaft ins Rechtsextreme sehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auf Worte folgen Taten. Rote Linien, was Worte angeht, wurden in den letzten Monaten verschoben. Ich sehe das Ganze nicht ganz alleine als Einzelfall, der jetzt passiert ist, sondern eine klare Entwicklung. Wie sicher können sich Juden in Deutschland fühlen? Bis heute früh hätte ich gesagt, sehr sicher. Gott sei Dank ist es so, dass jüdische Einrichtungen, Synagogen, wenn es auch bedauerlich ist, aber dem Fakt entspricht, dass es so sein muss und das ist heute erst recht bewiesen, durch die Polizei geschützt. Und ich hoffe und ich denke, dass das eine ganze Menge bringt. Man muss kritisch anmerken, dass zwar die technischen Vorrichtungen die Tür, ein Eindringen des Täters in die Synagoge verhindert haben, dass auf der anderen Seite in Halle an der Synagoge heute keine Polizeistreife, kein Polizeischutz war. Der hätte zumindest, ich glaube und davon bin ich überzeugt, das zweite Attentat auf den Dönerimbiss recht dann verhindern können. Herr Schuster, was erwarten Sie von der Politik, von den Sicherheitsbehörden, um jüdisches Leben in Deutschland besser zu schützen? Ich denke, ein kritisches Hinterfragen, wo ein besserer Schutz notwendig ist. Und wenn, wie in Halle, es Verbindungen zwischen der Gemeinde und den Polizeibehörden gab und man die Notwendigkeit nicht gesehen hat, was ich für grob fahrlässig halte, muss ich sagen, dann hoffe ich, dass jetzt verstanden wird, dass leider diese Notwendigkeit zwingend gegeben ist. Josef Schuster, ganz herzlichen Dank für diese Informationen, dieses Gespräch.